Also ich spiele gern mit Naturgeräuschen und ich bin ein Mensch, der sehr gern in der Natur ist. Und jetzt mag ich das total, mit meinen Klängen von den Instrumenten auf Naturgeräusche zu reagieren. Und was ich noch nie gemacht habe, ist in einem Baum mit den Blättern spielen. Ich habe schon viel mit Klavieren im Außenraum gearbeitet. Mhm. Also ich habe ein Fahrradklavier und da habe ich auch irgendwie dieses Fahren und fast wie in einem Film. Aber das war jetzt was Neues, mit dem Klavier im Baum zu sein. Ich wollte auch diese Spannung zwischen den Polaritäten von oben und unten darstellen, dieses Überwinden von Polaritäten, dieser Dialog zwischen unten und oben, zwischen alt, neu, zwischen Stadt und Natur. Also das war mir sehr wichtig, dass man das auch dadurch symbolisiert, dass das Klavier quasi in der Zwischenwelt, das ist zwischen oben und unten, zwischen Erde und Himmel. Aha. Und der Baum ist ja auch so ein Wesen, was eigentlich ein Zwischenweltwesen ist, zwischen Himmel und Erde. Deswegen wollte ich dieses Symbol, dass das Klavier im Baum ist, dafür auch optisch her, musikalisch. Was jetzt heute auch so schön war, ist, dass das Klavier eigentlich so reagiert hat wie ein Zweig. Also ich habe mich fast so ein bisschen gefühlt wie im Wind schwebend. Und das war echt ein neues Erlebnis. Und wo kann man mehr über dich erfahren, wenn man es gerne möchte? Also ich habe eine Webseite, wobei ich muss dazu sagen, ich bin nicht so ein Medienmensch. Mhm. Also ab und zu steht da was Neues drauf, aber wie ist die Adresse? www.pianomobile.com. Pianomobile, super. Weil ich immer mit mobilen Klavieren arbeite. Perfekt, dann weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja, danke. And how was it, first reaction? Good? Was it good? Yeah, absolutely. I do. Congrats. Ah, cool.